der Nutfa und auf die andersartige Schöpfung eingegangen. Dies ist die koranische Einteilung, in die die verschiedenartigen Gestalten des sich entwickelnden Embryos berücksichtigt sind. Professor Kiesmuhr sagt, dass dies eine wissenschaftlich genaue, einfache, verständliche und nützliche Einteilung ist. يعلن هذا فقال Der Embryo in der Gebärmutter wird von drei Schichten geschützt. A von der Bauchdecke der Mutter, B von Gebärmutterhülle und C von der Fruchtblase. Die Entwicklung des Embryos ist komplex und von vielfältigen Änderungen geprägt. Es wird vorgeschlagen, ein neues Einteilungssystem der einzelnen Phasen zu entwickeln, die auf der Einteilung des Koran und den Überlieferungen des Propheten Mohammed, der sogenannten Sunna, basiert. Das vorgeschlagene System ist einfach, zusammenfassend und steht im Einklang mit den modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ausführliche Studien des Koran und der Aussprüche des Propheten, die in den letzten 4 Jahren vorgenommen wurden, deckten auf, dass dort ein System zur Beschreibung der embryologischen Entwicklung existiert, welches erstaunlich ist. Und zwar aus dem Grund, weil es im 7. Jahrhundert nach Christus aufgeschrieben wurde und es von der Geschichte der Embryologie her bekannt ist, dass sehr wenig über die Phasen des menschlichen Embryos und deren Einteilung vor dem 20. Jahrhundert bekannt war. Deswegen können diese koranischen Beschreibungen nicht auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen des 7. Jahrhunderts beruhen. Die einzige plausible Erklärung dafür ist, dass diese Tatsachen Mohammed von Gott offenbart worden sind. Er selbst konnte diese Erkenntnisse niemals besitzen, da er ein Analphabet war und keine wissenschaftliche Ausbildung erhalten hat. He could not have known such details because he was an illiterate man with absolutely no scientific training. Wir sagten zu Professor Moore, dies, was Sie gesagt haben, ist korrekt. Es ist jedoch weniger als das, was Ihnen an Koranversen und Aussprüchen des Propheten, welche Bezug auf die Embryologie nehmen, vorgestellt wurde. Warum sind Sie also nicht so gerecht und geben in Ihrem Buch eine Gelegenheit, sämtliche Koranverse und Aussprüche des Propheten, die mit Ihrem Fachbereich zu tun haben, anzuführen? Er antwortete, ich habe einen angemessenen Teil am angemessenen Ort in einem wissenschaftlichen Fachbuch geschrieben, jedoch erlaube ich Ihnen in meinem Buch sämtlicher Koranverse und Aussprüche des Propheten, über die wir geredet und diskutiert haben, an die jeweils geeignete Stelle hinzuzufügen und daraufhin herauszustellen, was das Wunder bei den Koranversen darstellt. Dies tat ich dann auch, woraufhin Professor Moore ein Vorwort zu diesen Zusätzen aus islamischen Quellen schrieb. Dieses Buch, The Developing Human, mit den Zusätzen aus islamischen Quellen, with Islamic Editions, wie wir hier sehen, war schließlich das Buch, das Professor Keith L. Moore vorstellte. Auf jeder Seite, die mit der Entwicklung des Embryos zu tun hat, stellten wir die entsprechenden Koranverse und Aussprüche des Propheten gegenüber, die das Wunder des Korans aufzeigten. Heute befinden wir uns in einer Zeit, in der der Islam den klaren Menschenverstand erobert und diejenigen Menschen, die einen klaren Verstand haben, für sich gewinnt. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yara alladhina utul ilma alladhi unzila ilayka min rabbika huwa alhaq. Wa yahdi ila siratil azizil hamid. صدق الله العظيم. Therefore,
Ich glaube, dass die Zeit gekommen ist, Folgendes zu sagen. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Das heißt, ich bezeuge, dass es keinen Gott außer dem einzigen Gott gibt und dass Muhammad der Gesandte Gottes ist. Muhammadun Rasulullah. Muhammad is Messenger of Allah. Es war auf dem 8. Saudi-Arabischen Medizinerkongress in Riyadh, als Professor Tajasun das islamische Glaubensbekenntnis sprach und Muslim wurde. Er ist der Direktor des Instituts für Anatomie und Embryologie an der Universität Chiang Mai in Thailand. Und er ist jetzt der Dekan der medizinischen Fakultät dieser Universität. Unsere Verbindung mit Professor Tajasun begann damit, dass wir ihm einige Koranverse und Aussprüche des Propheten vorlegten, die mit seinem Gebiet der Anatomie zu tun hatten. Wir haben auch in unseren heiligen Büchern des Buddhismus Stellen, die eine genaue Beschreibung der Entwicklungsphasen des Embryos liefern. Wir sagten, wir würden sehr gerne mehr darüber erfahren und möchten sehen, was in diesen Büchern steht. Wir verabredeten uns, dass wir uns in einem Jahr wieder treffen würden. Und als er dann nach einem Jahr als externer Gastprüfer für die Medizinstudenten an die Malik Abdulaziz Universität kam, fragten wir ihn, worauf er sich bei uns entschuldigte und sagte, dass er uns damals eine Antwort gegeben hatte, ohne dies nachzuprüfen. Nachdem er nun Nachforschungen angestellt hatte, fand er keine derartigen Texte in den heiligen Büchern des Buddhismus. Daraufhin stellten wir ihm eine schriftliche Ausführung des Vortrages von Professor Keith Elmore mit dem Titel »Die moderne Embryologie entspricht dem, was im Koran und in den Aussprüchen des Propheten Mohammed steht« vor und fragten ihn nach Professor Keith Elmore, worauf er sagte, dass dieser einer der größten Wissenschaftler der Welt auf diesem Gebiet sei. Nachdem er sich diesen Vortrag angesehen hatte, war er ebenfalls verwundert und wir stellten ihm einige Fragen zu seinem Spezialgebiet, wobei es unter anderem um die menschliche Haut ging, worauf er uns antwortete. Ja, wenn die Verbrennung tief ist und das System zerstört hat, welches für das Schmerzempfinden verantwortlich ist. Es wird Sie interessieren, dass in diesem heiligen Buch, dem Koran, vor etwa 1400 Jahren auf die Strafe im Höllenfeuer für diejenigen, die den Glauben verweigern, hingewiesen wurde. Und es wird auch im Koran erwähnt, dass wenn die Haut gar ist, Gott ihnen eine neue Haut erschafft, damit sie die Strafe des Feuers zu spüren bekommen. Worin ein Hinweis darauf liegt, dass derjenige, von dem der Koran stammt, von den Nerven in der Haut Kenntnis besitzt. Der angesprochene Koranvers lautet folgendermaßen. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إن الله كان عزيزا حكيما. The translation of the meaning of this verse. Die ungefähre Bedeutung dieses Verses lautet: Diejenigen, die den Glauben an unsere Zeichen verweigern, werden wir in einem Feuer brennen lassen. Jedes Mal, wenn ihre Häute durchgekocht sind, wechseln wir sie für andere Häute aus, damit sie die Strafe Allahs schmecken. Allah ist ja immer mächtig, weise. Sind Sie damit einverstanden, dass dies ein Hinweis auf die Wichtigkeit der Nervenenden in der Haut ist? Ein Hinweis, der vor etwa 1400 Jahren gemacht worden ist? Ja, ich bin damit einverstanden, dass dies davon zeugt, dass es eine lange Zeit vor dem bekannt war, wie das Fühlen vonstatten geht. Weil erwähnt wird, dass wenn jemand eine Sünde begangen hat und für diese mit der Verbrennung seiner Haut bestraft wird, Allah ihm eine neue Haut erschafft, damit er den Schmerz von Neuem zu spüren bekommt.
Dies bedeutet, dass es vor 1400 Jahren bekannt war, dass der Ort der Schmerzempfindung die Haut sein muss. Und deswegen muss den Sündern zum neuerlichen Schmerzempfinden unbedingt eine neue Haut geschaffen werden. Die Haut ist der Ort, an dem man den Schmerz im Verbrennungsfall spürt. Sobald die Haut verbrannt ist, wird kein Schmerz mehr empfunden. Deshalb bestraft Gott die Ungläubigen am Tag der Auferstehung damit, indem er ihnen immer wieder eine neue Haut erschafft, wie Gott der Erhabene im folgenden Koranvers sagt. Diejenigen, die den Glauben an unsere Zeichen verweigern, werden wir in einem Feuer brennen lassen. Jedes Mal, wenn ihre Häute durchgekocht sind,